bald ist wieder soweit, Sommer kommt, also auch wenn wir nicht mit Waschbrett laufen können, müssen wir schauen, dass wir einigermaßen ästhetisch rumlaufen können, dass vielleicht Winterspeck nicht so raushängt. Dazu habe ich Antonia. Hallo. Mit dabei. Antonia, was machst du für deinen Bauch? Die ist ja... Also... Zeig mal her. Okay. Machst du Diät erstmal? Nein, ich bin nicht in der Diät. Ich mache Aufbauphase, Massephase. Also du ernährst dich halt. Aber ich mag es einfach, wenn man übers Jahr gut ausschaut. Ich will nicht nur zu einer bestimmten Zeit gut ausschauen. Okay. Welche Bauchübungen machst du denn für deinen Bauchmuskel? Also ich mache sehr viel Beinheben, Crunches. Egal jetzt, ob das an der Maschine ist oder ob ich sie frei mache. Kannst du die Übungen vorführen? Ja. So Freunde, diese Beinhebeübung ist ja mehr Belastung für unteren Bauch. Wenn ihr stark genug seid, dann könnt ihr in Partner-Look trainiert, sogar dagegen drücken. So. Wichtig ist, wenn man diese Übung so ausführt, dass ihr rechtzeitig unten stoppt, damit die Belastung auf Bauch geht, wie sie jetzt macht. Also nicht ganz hinter bringen die Beine, sondern eben stoppen. Hier stoppen ungefähr. Okay, hoch, mach mal. Dann ist Bauch immer unter Spannung. Das ist effektiver, wie wenn man loslässt und ganz hinter geht. Ich finde die Übung auch sehr effektiv. Ich mache auch so wie sie. Also man könnte, lass mich mal machen. Auch für Anfänger will ich einen Tipp geben. Wenn ihr Beine nicht so gestreckt hochheben könnt, dann könnt ihr auch hochknicken. So. Zack. Leider haben die Anfänger nicht Probleme, die Beine hochzuziehen, sondern sich hier festzuhalten. Aber macht's nicht. Macht nichts draus, auch wenn ihr nur 5 Wiederholungen machen könnt. Ich bin mir sicher, dass ihr beim zweiten Mal 7, 8 machen könnt und irgendwann 10, 15 machen könnt. Also bleibt dran. Das heißt nicht, dass die Übungen weggelassen werden müssen, was man nicht so viel schafft. Genau. Das war Übung Nummer 1. Was machst du noch gerne? Dann mache ich sehr gerne diese Übung. Ist eine Bauchmaschine. Zeig mal vor. Es gibt ja in vielen Studios auch diese Übung. Bei manchen gibt es halt den Fußteil nicht. Wenn Fußteil nicht dabei ist, Freunde, spürt man nur obere Bauchbereich. Wenn Fußteil auch da ist, dann genau, man drückt von oben runter und von unten hebt man hoch und presst man Bauch in der Mitte zusammen. Diese Übung geht sogar auf seitliche. Mach mal. Jawohl. Okay. Auch hier, das ist eine der wenigen Übungen, wo wir einen Buckel machen müssen, können, dürfen. Genau, sonst liefert man seinen Rückenstrecker aus und es kann wirklich zum schmerzhaften Verletzung kommen. Also richtig sich einrollen und nur noch Bauch bewegen. Okay, welche Übung noch? Also als nächste Übung mache ich diese hier ganz gern noch. Viele Fitnessstudios haben auch diesen Ab Roller, heißt der. Da spüre ich meine Bauchmuskulatur wirklich sehr, sehr gut. Sehr einfache Übung, vor allem für die, die übergewichtig sind und so weiter. Keine Übung, wo man seinen Rücken oder was wehtun kann. Schauen wir mal, wie sie macht. Genau, man kann die Füße so hinstellen, dass man einen Gegendruck erzeugt. Und man hebt von unten leicht Kopf hoch, rollt seinen Halswirbel auch so wie eine Rolle, damit man Bauch in der Mitte anspannt. Einige von euch kennen bestimmt das auch. Wenn man von oben hochkommt, kann man auch so leicht hochheben, dann drückt man von unten auf. Genau. Dann ist die Übung genauso wie diese Bauchmaschine. Ich finde auch sehr effektiv für den oberen Bereich, vor allem sehr, sehr
entlastungsreiche Übung. Man muss da nicht seinen Rücken wie überall anders ausliefern. Ja, und es ist sehr isoliert, also man spürt es relativ schnell. Genau. Crunches. Crunches ist ja, glaube ich, eine der berühmtesten Übungsarten für Bauch. Ja. Ist auch sehr, sehr wichtig. Ich persönlich mache die nicht so steil. Wenn ich so steil mache, spüre ich an der Leiste. Aber probiert es erstmal aus. Wenn ihr diese Stärke braucht, dann könnt ihr so machen. Antonia will uns vorführen. Auch hier, Freunde, nicht bis ganz runter gehen, weil das eine Entlastungsposition ist für Bauch. Auch nicht ganz vorgehen. Wie ihr seht, hat sie einen Radius, wo sie die Spannung halten kann. Darüber hinaus ist wieder Entlastung. Das ist sehr, sehr wichtig bei dem Übung. Auch hier bitte nicht auf Hohlkreuz gehen, sondern einen Buckel machen, damit ihr diese Belastung vom oberen Teil des Oberkörpers halten könnt. Sonst knickt sie immer nach hinten und das ist fatal für die Wirbelsäule. Ja. Diejenigen, die vielleicht sich doch Beinheben nicht erlauben können, vielleicht wegen Rücken, wegen schwache Arme oder Übergewicht, können sich so eine Bank sich hinsetzen an die Kante, mit den Händen hinten festhalten, einfach Beinheben machen. Auch hier, wenn ich die Übung mache, komme ich auch mit Oberkörper leicht vor, damit ich Bauch in der Mitte zusammenpresse. Zack, 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 zack. So, Freunde, ganz wichtig, auch Antonia. Bauch trainiert man bei jeder Übung mit. Beim Gehen, beim Lachen, beim Reden, eins. Zweitens, wenn man Kreuzheben macht, Kniebeugen macht, Beinpresse macht, überall Bauch, macht man Bauch richtig. Aber ich würde trotz allem Bauch so stark wie möglich machen, nicht nur Aussehen des Bauchs zu verändern. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig in unserer Gesellschaft, Sixpacks zu haben. Man trainiert nicht unbedingt wegen Sixpack als Bodybuilder, sondern weil man hier seinen Bauch stärkt und durch diese Stärkung der Bauchmuskeln auch andere Übungen stärker wird. Genau. Und das wichtigste Bauchübung zeigen wir euch gleich. So, Freunde, wichtigste Übung machen wir hier. Wo sind wir gerade? In der Küche. In der Küche? Welche Übung macht man denn in der Küche? Ja, welche Übung machen wir da? Ja, ich kann hier eigentlich nichts machen, außer essen. Ich nenne sie Kochen. Kochen? Ja. Und danach essen, oder? Ja. Also, Freunde, wenn ihr euren Bauchspeck wegtrainieren wollt, dann müsst ihr in der Küche anfangen. Das ist das wichtigste Punkt, um den überflüssigen Winterspeck oder egal welche Speck loszuwerden. Das heißt, man muss sich clean ernähren. Ihr seht, wie viel Zeit, wie viel Motivation wir euch entgegengeben, damit wir diese Materie verstehen, dass man im Gym 5 Stunden seinen Bauch trainieren kann und wenn man dann danach irgendwo landet, wo eigentlich für Bauch schlecht ist, dann wird man dieses Training umsonst machen. Natürlich wird man dadurch die Bauchmuskeln stärken, aber sein Aussehen wird man nicht verändern. Was sollte man dann essen? Ein grobes Ding haben wir da hingelegt. Genau. Wenn ihr trinken wollt und nicht immer Wasser trinken könnt, ist ja auch legitim. Es gibt mittlerweile diverse Sachen, die mit zum Beispiel Stevia gesüßt sind. Die Leute, nie, der hat auch Zucker, sagen, nein, Green Cola ist nur Stevia drin. Genau. Dann Eier, ja, aber Eigelb hat Fett, sagt man. Oder ich will Eigelb nicht wegschmeißen. Ist auch total legitime Frage. Es gibt Eiklar, schon getrennt, sogar Eigelb gut verwendet. Sogar die Schale wird als Calcium verwendet, dass davon nichts in Abfall reinkommt. Viel sinnvoller, wie euren Abfalleimer immer mit 10, 20 Eischalen, ja. Eigelb und Karton voll zu machen. Ja. Ich finde es sehr, sehr optimal. Praktisch. Kriegt kann man ihr auch in jedem Supermarkt eigentlich? Alle Basics-Läden gibt es die Marke und genau. Alles andere gibt es eben und in Groß. Und die sind auch noch Bio. Bio noch dazu. Reiswaffeln, auch dagegen hat man ja viel geredet, aber ich finde eine also gute Snack zwischendurch. Man ja, hat ein bisschen Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Genau, genau. Genauso wie Kartoffeln, ob ihr jetzt
Süßkartoffeln oder normale Kartoffeln nehmen wollt. Ist alles legitim. Ansonsten Eiweißquelle, Thunfischfilet. Ich esse wenig davon, weil eben die Meere richtig verseucht sind. Auch da könnt ihr ein bisschen nachhaltig leben. Wir versuchen ja so gewissenhaft wie möglich zu sein. Aber auch wir sind angewiesen an die Industrie. Wir machen auch manchmal Fehler. Aber wenn man bewusst ist, dass auch da das und dies nicht gut läuft, dann kann man viel besser damit umgehen. Ja. Also wichtigste Bauchübung ist in der Küche zu machen. Komm. Wenn man das hinbekommt, dann ist alles, was man oben macht, ein Plus. Ja, und es dauert ja meistens auch nicht lange. Also wenn wir jetzt keine Zeit hätten, dann Reiswaffeln, Hähnchenbrust und noch ein paar Tomaten und ihr seid super versorgt. Und zum Trinken eine entweder Wasser oder wenn ihr auf Geschmack und auf Süßes nicht verzichten könnt, genau. Ab und zu könnt ihr auch das gönnen, machen wir auch. Somit hoffen wir, dass wir euch eine Information gegeben haben über Bauchtraining und vor allem, wie ihr eure Funde wegkriegt, ist sehr, sehr wichtig. Viel Spaß im Training, natürlich auch in der Küche. Abonniert weiterhin meinen Kanal. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr Antonia Elena auf ihre Snapchat oder Instagram folgen. Wir verlinken unten. Ansonsten haut's rein, Freunde, damit wir noch gesünder rumlaufen, als wir gerade sind. Euer Ercan. Und Antonia.